Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy. Ja, gehen wir gleich mal in eine neue Galaxie. Test Ball Man, ja Mann, das hat voll den fetten Style, Alter. wundersame Reise des Sternenballs. Oh ja, yeah, Mann, jetzt kann ich. So, jetzt kann ich die Fernbedienung wieder. Volle Pulle verdrehen, Mann. Das war nämlich irgend so ein Balance-Gedöns-Dingskirchen. So. Na dann. Hey, hey. Wenn du auf den Sternenball steigen willst, dann hör mir gut zu, was Shield hilft dir zu sagen hat. Also, spring auf den Sternenball. Ja, tun wir. Versuchen wir. Gut, du bist drauf, dann halte die Wii-Fernbedienung gerade nach oben. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Aus dieser Grundhaltung neige die Wii-Fernbedienung, um den Sternenball rollen zu lassen und ihn zu bewegen. Achso. Und mit A springst du. Wenn dir jemand im Weg ist, überrolle ihn einfach. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Probier mal bis zum Ziel zu rollen. Oh yeah! So. Achso, ja, genau. Okay, eigentlich brauche ich jetzt das Nunchuck gar nicht. So. Okay, ihr habt gesehen, wie die Steuerung ist. Ziemlich lustig eigentlich. Oh yeah! Das hat wieder mal Mario-Style. So. Ja, aber da rechts ist zwar ein Leben, aber ich riskiere gar nichts, denn bis jetzt bin ich im gesamten Let's Play noch kein einziges Mal gestorben. Und das will ich so beibehalten irgendwie. Ein bisschen. Und ich schwöre euch, wenn ich das... wenn ich das allererste Mal sterbe, werde ich die Zeitlupe absperren. Ich weiß nicht warum. Ich mag Zeitlupen-Sachen. Oh, wir sind schon am Ziel. Naja, später kommen da, glaube ich, noch etwas schwerere Sachen. So. Tada! Episch den Sternen sammeln. Okay. Ja, natürlich speichern. Speicher sucht eben. Aber okay. Das war halt wieder mal eine Galaxie mit 9 Sternen. Gucken wir mal die dritte. 1, 2, 3, 4. Nein. Ja, okay. Genau. Kampffelsen-Galaxie-Man. Okay. Null Plan, was das war. Riesenfestung aufgetaucht. Riesenfestung. Oh. Alright. Ich weiß schon wieder, was das war. Okay. Alles klar. So. Da hinten ist eine Kiste, cool. Haha, daneben. Gekommen. So. Ein paar Laserschüsse. Wo kam der jetzt? Ah, nur eine bescheidene Münze. So. Ja, okay, dann gehen wir da mal voll fett drauf. Falls wir. Ja, okay. Danke, Kamera. Zu gütig. So. Wo fliegen wir jetzt hin?
auf das nächste Mini-UFO, man. Ja, was ist das eigentlich? Ah, egal. Okay, alles klar. Genau. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch oben stehen. Ah, ich kann mich da an einen ganz speziellen lila Münzenstern erinnern. Den fand ich auch ganz lustig eigentlich. So. Yay. Ja, Leute, mit dem Zeug könnt ihr mich gerne abballern. Mit diesen explodierenden Kugeln eher nicht so. Kann ich gar nicht, oder? Doch, ich kann sie zerstören, wenn ich drauf schieße. So, Ziel angekommen. Nee, da unten ist nichts. Hä, wo fliege ich hin? Lol. Kugel. Ah, da hinten. Kugel will es. Was bringt sich das? Ach so. Okay. So. Ah ja, übrigens, ich glaube, für den Gourmet-Luma, den wir in der letzten Folge freigeschaltet haben, brauchen wir 400 Sternenteile. Genau. Und damit hätten wir die, glaube ich, erreicht. Naja, cool. So, und du explodierst jetzt nicht. Okay. Ah, ja, das ging ja etwas anders. Ich glaube, vielleicht wenn ich da gehe, oder? Kommst du da runter? Oje, oje, oje. Die Steuerung. Okay, Mann. Wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Wir müssen nur ganz fest dran glauben. Ja. Nein. Komm. Mach das kaputt. Nein. Komm. Komm. Oh, was ab, man. So, ein bisschen weg. So, und jetzt da rein, da rein, da rein. Knapp daneben. Komm on, nochmal. Nein. Oh, komm on. Na toll, jetzt geht er kaputt. Ey, nee. Na gut, okay, dann füllen wir uns wenigstens bei den Kumpels auf. Das ist leider Trost. So. Nächster Versuch. Hallo, kommt da noch was? Ja. Hopp, einfach genauso wie letztes Mal. Geht doch gar nicht so schwer, oder? Oh, perfektamente. So, und Powerstern eingesackt. Njam, njam, njam. Ah, 20 Sterne. Ja, haben wir schon ein bisschen was. So. Auf geht's zum nächsten. Nee. Kampffelsengalaxie. Stern 2. Schleicht dich in die Riesenfestung. Okay. Geschleicht in die Riesenfestung.
Oh ja. Okay, alles klar. Ah, Bonbons. Freund und Helfer, come on. Huch. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja! Er ist der Prof, Mann. Hilfe! Ja. Oh. Oh, hätte ich das gewusst. Lalalalalala, hey du da, hast du keine Sternenteile? Ich will Sternenleile essen, ganz viele davon will ich essen. Lalalalalala, komm schon, gib mir ein paar Sternenteile. Wenn ich 30 esse, verwandle ich mich. Ich bin so aufgeregt. Oh. Ey! Irgendwie. Sag mal. Irgendwo gab's doch hier Bonbons, oder? Oder irre ich mich? Da gab's den Stern, das heißt beim Grünen waren die Bonbons. Ja. Huah. Oh, perfekt. Und let's go with the party and the Starman. So, ihr Kettenhunde. Spürt meine Regenbogen-Power, man. Nein. Naja, egal. 30 haben wir jetzt. Na gut, okay, dann machen wir halt nicht die Hauptmission, sondern die Nebenmission. Den Luma füttern. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ah, ich liebe es, dass du sagst. Ein neuer Planet wurde geboren. Ja. Ah, ja! Ich weiß schon wieder, was das für ein Planet war. Alles klar, Leute. Ich mache eine kleine Cut und dann sehen wir uns auch gleich wieder, Leute. Oh, okay, wieder da, Leute. Das ist eine Sackgasse. Ist in der Mühle von mir. Aber wer? Jemand hat hier nicht einmal ein Mühle geworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dir sauber. Na klar, man! Come on! Oh, danke. So, dann machen wir mal sauber. Okay, das ging eigentlich ganz einfach. Ich habe mir da immer gemerkt, immer auf die gelben Punkte schießen. Ich hoffe, ich bin damit jetzt nicht allzu falsch. Ja, okay, das müsste klappen, oder? Klappt, oder? Ja, alles geklappt, Leute. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es schön sauber. Ach, übrigens, ich hab Nase gefunden. Liebes Bitte. Oh, thanks, man. Ein Powerstern hat er im Müll gefunden. Also, wer wirft sowas weg? Ablaufdatum aus, oder was? Naja, Powerstern eben. Die Weihnachtsdekoration der Zukunft. Die Mülldeponie der Riesenfestung. Ja, eine Riesenfestung hat auch eine Mülldeponie. So. Ah, das war der vierte Stern. Seht an.